Yo, Freunde, was geht ab? Vor langer Zeit habe ich mal den Rustler 2WD getestet und heute habe ich für euch den Rustler 4WD. Der hier kostet um die 200 Euro und der neue mehr als das Doppelte, so um die 500 Euro. Der ist nur brushed. Der neue ist brushless, soll auch über 100 km/h schnell fahren können. Wir werden den neuen Rustler heute auspacken, gründlich testen, auch mit dem günstigeren alten Rustler vergleichen. Bin mal gespannt, wieso der Unterschied ist. Der Preisunterschied, der ist auf jeden Fall gigantisch, wie ich finde. Also verlieren wir keine Zeit und legen los und schauen uns erstmal den Karton an. Hier könnt ihr die Farben sehen, die es zur Auswahl gibt. Vier verschiedene insgesamt. Ich habe mich für diese entschieden. Ansonsten, wenn man sich diese Farben hier mal anschaut bei den Karos und generell das Design und das dann mal hier mit dem günstigeren vergleicht, finde ich, da wurde sich definitiv mehr Mühe gegeben. Was auch noch ziemlich cool ist, auf der anderen Seite können wir hier erkennen, was für Komponenten wir brauchen, wenn wir schnell fahren wollen. Also wenn wir beispielsweise Topspeed hier fahren wollen, brauchen wir einen 20er Ritzel und einen 3S Lipo. Ja, und bei dem Preis von 500 Euro ist hier kein Ladegerät dabei und kein Akku. Das muss man sich dann halt auch noch extra dazu kaufen. Kostet auch noch mal ein bisschen Geld, aber das ist bei Traxxas so üblich. Mein Lieblingsmesser. Das ist das Zubehör, Anleitung und noch so ein paar Kleinteile, so das Übliche. Und das 17er Ritzel, um über 100 km/h zu fahren, ist hier auch mit dabei. Das ist wirklich sehr geil. Das ist nicht immer so bei Traxxas. Manchmal muss man die zusätzlich kaufen, dann sind die ganze Zeit nicht auf Lager und. Ich bin wirklich sehr froh, dass das dabei ist. Dann haben wir hier halt die ganz normale Traxxas Funke. Wenn wir uns die beiden jetzt mal anschauen, sehen wir auf den ersten Blick schon deutliche Unterschiede. Ich fange mal bei den Reifen an. Vorne hat der günstige Rustler solche Dinger und hinten dann so Reifen mit Noppen. Und der teure, der hat vorne und hinten dieselben und die sind auch qualitativ etwas hochwertiger, würde ich mal sagen. Hier ist auch die Karo nochmal verstärkt. Ansonsten, um die abzunehmen, muss man hier dieses Ding öffnen, dann kann man das abziehen. Dieser hier hat Karo-Klammern und die Karo ist hier nicht verstärkt. Hier haben wir einen Heckspoiler, der ist integriert in der Karo und das ist voll das dünne Ding. Hier haben wir auch einen Heckspoiler, auch in der Karo integriert, aber das ist ein einzelnes Teil, würde ich sagen. Ansonsten haben wir hier eine Wheelie-Bar. Und der hier, der hat einfach nur seinen Motor dahinter. Schauen wir jetzt mal unter die Haube bei beiden. Also normal geht das bei Traxxas immer so leicht ab und drauf, aber hier muss ich schon echt kämpfen. Das gibt Minuspunkte. Hier bei dem teuren können wir vorne und hinten an den Achsen alles schön einstellen. Bei dem billigen ist das nicht möglich. Ansonsten haben wir hier einen anderen Regler drin. Das ist der VXL 3S und hier haben wir den XL 5. Das wichtigste, Brushless Motor. Und bei dem ist es halt nur ein Brush Motor, deswegen ist der auch nur so langsam. Die Welle hier, die fehlt beim 2WD natürlich komplett, weil er ja nur Hinterradantrieb hat. Also ich würde sagen, bei dem teuren sind technisch bessere Sachen verbaut und auch qualitativ hochwertiger als bei dem günstigen. Wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Ich meine, es ist echt ein krasser Preisunterschied, wie vorhin schon gesagt. Der Akku, der lädt schon. Eine wichtige Sache möchte ich noch ansprechen und zwar immer noch haben 63% von meinen Zuschauern meinen Kanal nicht abonniert. Also wenn ihr in Zukunft keine neuen RC-Auto-Videos verpassen möchtet, abonniert jetzt kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns gleich draußen. Schaut euch das an, Freunde. Neue Location, richtig schöner Sportplatz. Hier auf der Bahn kann man schön Speedtests machen, aber nur wenn das Auto nicht so schnell ist. Ansonsten da ist eine kleine Mini-Rampe, kann man hier schön auf die Wiese springen. Wurde echt mal langsam Zeit für eine neue Location. Bisschen Abwechslung. Wurde auch echt mal langsam Zeit, dass wieder etwas kühler wird. Aber bitte nicht wieder 5 Wochen. In den 200 € Rustler haben wir jetzt hier 2S Lipo von Monster reingeklatscht. 4200 mA. Schaut euch das an. War nur ein Prank. Und hier haben wir selbstverständlich ein 3S Lipo reingeklatscht. 17er Ritzel habe ich auch mitgenommen, aber wir fahren erstmal mit dem normalen, was ab Werk verbaut ist. Hi Zerberstus. Schön, dass du auch wieder da bist. Aha, super. Wir machen jetzt als allererstes mal ein schönes Rennen, dann könnt ihr sehen, was das für einen Unterschied macht. Brushless versus brushed auf dieser geilen Strecke. 3, 2, 1, los!
Ja, ich muss sagen, so krass ist der Unterschied gar nicht. Am Anfang, wenn man gerade losfährt, also wenn man ein bisschen weiter fährt, wird der VXL halt immer schneller und der 2WD, der hat halt ziemlich schnell seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Aber dazu muss man sagen, bei dem VXL ist ja noch nicht das 17er Ritzel verbaut. Bevor wir das reinklatschen, machen wir erstmal einen Speedtest. Mit beiden, würde ich sagen. Mit dem anderen habe ich ja auch noch nie richtig gemessen. Na, gucken wir mal, wie schnell die fahren. GPS-Gerät ist an und wir starten mit dem 2WD. Schauen wir mal, wie schnell das war. Oh, 56. Krass. Wieso fährt er auf einmal so schnell? Nicht schlecht. Und jetzt zum Vergleich der 4WD. Und das waren 69. 69 km/h. Das ist auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht. Was wir nun als nächstes machen, ist das Ritzel wechseln. Hier schaut euch das an. Das war drin, 11 Zähne und 17 kommt jetzt rein. Also ist echt ein deutlicher Unterschied. Das ist ja mini. Leg mir mal Marke weg. Ritzel ist gewechselt. GPS machen wir jetzt an und dann geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Da ist die Strecke hier schon fast zu kurz. Und das waren jetzt 94 km/h. Nicht schlecht. Also ich glaube, ein paar km/h wären noch möglich. Wir haben jetzt nicht den besten Akku genommen, den wir haben. Außerdem sind wir mit dem Akku schon ein bisschen gefahren. Der ist nicht mehr komplett voll. Aber 94 km/h sind schon echt in Ordnung. So, als nächstes machen wir ein paar Sprünge. Erstmal auf der kleinen Rampe. Also diese Rampe hier, ich denke, da sind so große Sprünge nicht möglich. Aber mal schauen. Okay, also die Rampe eignet sich für die kleinen Fahrzeuge nicht so gut. Wir gehen rüber zur anderen. Alter, wie gut er sich dreht. Wow. Game over. Ich glaube, der kann sich auch alleine aufstellen. Geil.
Freunde, also ich muss sagen, was man hier für 200 Euro bekommt, wenn man den richtigen Akku hat und das richtige Ritzel, ist wirklich vollkommen in Ordnung. Und was man hier für 500 Euro bekommt, finde ich auch in Ordnung. Also typisch Traxxas, Qualität, das Ding geht ab, ist nicht kaputt gegangen, hat ein paar Stürze gehabt. Man merkt auch deutlich, was man für 500 bekommt und für 200. Also an diesen zwei Modellen, finde ich, ist der Unterschied wirklich sehr gut zu erkennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine Sache muss ich euch noch sagen, folgt Zaberstus auf Instagram, Link ist unten in der Beschreibung und folgt mir gerne auch, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier könnt ihr noch zwei weitere Videos anschauen. Wir sehen uns. Peace.